Jetzt hatten mal zumindest weite Teile Deutschlands in der Mitte und im Süden hochsommerliches Wetter und die 30-Grad-Marke wurde sogar leicht überschritten. Es gab Bade- und Biergartenwetter. Und was macht der Sommer jetzt? Er führt zu dem Muster zurück, das er hatte, nämlich zu den Unwettern, die heute zum Teil über den Süden Deutschlands hinweggezogen sind. Grüße Sie und grüße euch. Wir wollen uns die Unwetter vom Montag anschauen, mal im Detail, wie momentan die Berechnungen aussehen und auch an die Nordsee schauen, wo eine leichte Sturmflut bevorsteht. Es wird aber nach den neuesten Trends nicht mehr das Gebiet zwischen Nordfriesland und Ostfriesland sein, sondern zwischen Ostfriesland und Westfriesland. Gehen wir erstmal in den Süden. Ich habe die einstündigen Niederschlagssummen nach dem Icon D2-Modell genommen. Es geht hier nicht darum, dass das genau so kommt, sondern dass in den Gegenden und in den Gebieten das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passieren wird, jeweils in 2-Stunden-Schritten. Beginnen wir um die Mittagszeit. Da soll es zwischen Augsburg und München losgehen mit ersten Gewitterzellen, die dann nach Osten ziehen. 2 Stunden später um 14 Uhr stückeln einzelne Gewitter in den Alpen nach. Direkt am Alpenrand können da schon erste große Brummer mit Starkregen dabei sein. Weitere 2 Stunden später um 16 Uhr haben wir vom Allgäu bis in den Osten der Schweiz, dann nach Vorarlberg, Tirol, Rhein, Salzburg, später auch Oberösterreich und in den Alpen selber größere Gewitterzellen, die sich immer weiter nach Osten verlagern und dann hier beginnen zu einem größeren Cluster zu strukturieren. Und hier werden zum Teil über 40 Liter auf den Quadratmeter berechnet innerhalb von einer Stunde. Es besteht da also die Gefahr von Starkregen samt Murenabgängen und örtlichen Überflutungen. Und es stückeln immer wieder neue Dinge an. Wenn wir noch einmal zurückgehen, da haben wir auch so ein Ding in der Lausitz übrigens. Da kann auch noch was passieren und aus dem Riesengebirge heraus. Und dieses Ding zieht dann in den Abendstunden auf Wien zu. Hier könnte es ein richtiges, fettes Monster geben, das von Westen reinzieht. Wenn ihr aus Wien zuschaut und morgen unterwegs seid, macht die Fenster und Türen zu, dass kein Durchzug ist und seht zu, dass ihr möglichst vor 20 Uhr daheim seid, wenn ihr längere Zeit mit dem Auto unterwegs seid oder so Freizeitaktivitäten macht. Es folgen dann noch weitere Schauer und Gewitter so nach. Und der Weltuntergang in Wien zum Abend, Weltuntergang in Anführungszeichen, das kann ein ganz schönes Teil werden. Das sieht dann aus wie eine riesige Schüssel, ein gigantisches UFO, das auf Wien dann zuzieht aus dem Wiener Wald. Nochmal zusammengefasst, in diesen Gebieten hier wird es morgen Nachmittag und Abend zum Teil schwere Unwetter geben, mit der Gefahr von lokalen Überflutungen, Murenabgängen in den Alpen und eben diesem Starkregen. Auch Hagel- und Sturmböen sind dabei. Zum Sturm kommen wir jetzt, und zwar im Norden. Das ist die Situation der Windspitzen an der Nordsee, natürlich auch in den übrigen Gebieten, um 14 Uhr. Das Windfeld liegt auf der Nordsee, zieht auch nach Niedersachsen rein und in den Norden von NRW bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 3 Stunden später, die Pfeile hier sind jeweils die Windrichtung, liegt das Hauptwindfeld vor den Niederlanden und auch vor Deutschland. Von Sauerland über den Harz bis nach Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls Windböen. Hier im Süden Deutschlands, an den Gewittern, können auch starke Sturmböen entstehen. Das sind ja hier auch die Windspitzen, aber gemittelt für viele Gebiete. An den Gewittern kann es große Brummer geben, die sich im weiteren Verlauf des Abends dann weiter nach Osten bewegen. Und auch auf Wien kommt dann da was zu. Gleichzeitig an der Nordsee um 20 Uhr haben wir zwischen Westfriesland und Ostfriesland die höchsten Windgeschwindigkeiten. Der Wind dreht dann von Westfriesland her auf nordwestliche Richtungen und drückt dann das Nordseewasser gegen die Inseln. Das heißt, auf den west- und ostfriesischen Inseln gibt es eine ordentliche Brandung. Und gehen wir nochmal 3 Stunden weiter, dann sind wir um 23 Uhr. Da ist es dunkel geworden und dann haben wir eben an der deutschen Nordseeküste rund um Niedersachsen die höchsten Windgeschwindigkeiten. Die ziehen bis ins Binnenland rein. Auch Bremen wird davon betroffen sein nach derzeitigen Trends. Und wenn dieser Sturm aufs Binnenland trifft und weiterhin um die 90 km/h hat, da können lokal auch Bäume umstürzen. Das Windfeld liegt überhaupt über dem Norden Deutschlands, wird sehr ruppig. Und schauen wir uns mal an, was im Osten Österreichs abgeht. Da wird sich der Wind ebenfalls stark intensivieren. Das heißt, da ist nicht nur Regen dabei, sondern auch die Gefahr von schweren Sturmböen, dass da Bäume umstürzen können. Der Montag, der hat ganz schön was auf Lager. Machen wir einen Cut.
Und schauen ganz kurz aufs kommende Wochenende. Wie geht es denn da weiter? Es ist ja so am Rummunkeln gewesen, dass das nächste Wochenende gigantisch wird. Naja, so gigantisch wird das nicht. Da wird es wahrscheinlich eher wieder Unwetter geben, typisch für diesen Sommer. Der EZMWF-Lauf von Sonntag früh zeigt ein Tief auf den britischen Inseln. Wir liegen genau dazwischen und im Südosten haben wir dann wieder die Hitze. Das ist die Nacht von Samstag auf Sonntag. Von Nordwesten wird es kühler. Im Prinzip wäre das eine ähnliche Wetterlage wie heute und morgen. Das deutsche Modell Icon mit dem sogenannten Zwölferlauf, der ist ganz, ganz frisch jetzt aus dem Computer rausgekommen, zeigt im Prinzip alles identisch, auch hier im Südosten, Schweiz, Süden Deutschlands, Österreich, Tschechien, die Hitze. Im Nordwesten die kühlere Luft mit Schauern und Gewittern. Und das amerikanische GFS-Modell sieht das Tief ein bisschen weiter im Norden. Aber auch hier haben wir dann im Norden wieder Wind, Regen und kühle Temperaturen. Und im Süden Deutschlands und im Alpenraum hochsommerliches Flair. Da werden dann aber auch Gewitter dazukommen. Es geht also unterm Strich auch in der Mittelfrist wechselhaft weiter. Mehr dazu dann morgen. Bis dahin.